Time. Am 9. Januar spielte ein Typ mit dem Spitznamen No Cash No Cash Final Fantasy IV auf dem Super Nintendo in nur 3 Stunden 33 durch. Danach wurde es im Veranstaltungsraum in Herndon, Virginia kurz chaotisch. Denn mit diesem Speedrun endete der Charity Gaming Marathon Awesome Games Done Quick 2016. Eine Woche lang wurden nonstop Spiele, und zwar über 150, in Höchstgeschwindigkeit durchgespielt und live gestreamt. Mit der Aktion wurde Geld für die Krebsforschungs-Charity Prevent Cancer gesammelt, und wie viel kamen zusammen? $1,208,022. Nicht schlecht. Und weil Games Done Quick erst im Juli wiederkehrt, blicke ich in diesem Video auf mein Highlight des just beendeten Marathons zurück. Dankenswerterweise gibt's auf YouTube mittlerweile ein vollständiges Videoarchiv der Veranstaltung. Und was war am Ende mein Highlight? Es war kein Mensch, es war eine Maschine. Es war TaskBot. Okay, es ist eigentlich ein Software-Bot, der sogenannte Tool-Assisted Speedruns durchführt. Diese Software schickt zwar auch nur Controller-Signale an die Konsole, das aber übermenschlich schnell und genau. Und seine Programmierer konnten die Speedruns Frame für Frame perfektionieren. TaskBot war 2 Stunden lang am Drücker und Gott, waren diese 2 Stunden gut! Der Auftakt war das Rennen TaskBot gegen Menschen in einem Homebrew-NES-Spiel. Das ist eine ziemlich spannende und informative Sache, doch das war nur der Anfang. Beim Speedrun eines Cups von Mario Kart 64 nutzt TaskBot CPU-Gegner, um sich damit durch den Level zu katapultieren. Echten Spielern gelingt so etwas vielleicht einmal im Leben per Zufall, TaskBot kann damit rechnen. Sprichwörtlich. Und bei Dr. Kawashimas Gehirnjogging wird TaskBot direkt ein wenig albern. Erstaunlich finde ich dabei, dass seine Antworten dennoch als korrekt erkannt werden. That really was the right answer. Thank AIS523 for that one. Mit welchen Tricks arbeiten die Programmierer der TaskBot-Software nur? Das frage ich mich besonders, wenn Dinge wie das hier passieren. In Super Mario Bros. 3 platziert TaskBot Schildkrötenpanzer an ganz bestimmten Stellen, um damit den Code des Spiels zu korrumpieren und einen eigenen Programmcode in das ROM des Spiels zu injizieren. Und dann passieren Dinge wie diese erfundene Backdoor samt Fake-Gruß von Miyamoto-san. Oder das da, Mario Maker in Super Mario World. Bei Dr. Kawashimas Gehirnjogging lädt TaskBot sogar den Chat des Livestreams in das Antwortfeld. Eine ähnliche Sache gelang den Programmierern im vergangenen Jahr. Sie spielten den Twitch-Chat in die Super Game Boy Software ein, in der eigentlich Pokémon Rot eingelegt war. Unfassbar, oder? Und das sind keine Emulator-Mods, das läuft alles innerhalb der Original-Konsolen-Chips ab und wird mittels tausender rasend schneller und framegenauer Tastenbefehle live ins Spiel gehackt. Das sieht man schön anhand der Leuchtcontroller im Webcam-Bild. Da herrscht Tastendauerfeuer. What? What? What is that? Oh my... Also, ich bin total baff und zücke meinen Hut vor TaskBot und der gesamten Tool-Assisted Speedrun-Szene, eben weil sie, ohne durch menschliche Reflexe und Lernvermögen limitiert zu sein, perfekte Runs, unfassbare Exploits und Glitches oder eben solche Hacks auf Lager hat. Aber auch die menschlichen Leistungen, die den Großteil von Awesome Games Done Quick 2016 ausmachten, beeindruckten mich. Ein Best-of hierzu folgt in einem weiteren Video.